Der Weg. Geh deinen Weg. Du bist da. Doch was gibt dir das Leben? Wie ist es auf dieser Welt? Jeder Tag, der hier ist dir gegeben, vergeht, vom Winde verweht. War er schön oder gut, oder gab es auch Wut? Gab es Angst? Oder hattest du Glück? Ganz egal, wie er war. Er kommt nie mehr zu dir zurück. Wie viele Tage wird die Welt dir geben? Wie viel kostet die Welt? Kann es da vielleicht noch irgendetwas geben, was dein Leben erhält? Nicht durch Geld oder Reichtum wirst du es verstehen. Nicht durch Wissen, durch Arbeit und Mut. Denn es gibt nur einen Weg, der dir zeigt, wie es geht. Ja, Jesu Blut. Denn er gab auch sein Leben für dich dort am Kreuz und er trug auch die Sünden für dich. Nimm ihn an und dann leuchtet noch heute für dich dieses Licht. Er macht frei und gerecht und er zeigt, wie man liebt und er nimmt jeden Kummer von dir. Er lässt dich nie allein, ganz egal, was passiert, auch mit dir. Was wird sein am Ende deines Lebens? Was kommt für dich danach? Ganz bestimmt hast du für dich alleine schon etwas darüber nachgedacht. Kann es sein, dass du dich ganz im Inneren sehnst nach der Liebe? Die ist nicht von hier. Doch wenn du ihn erkennst, bekennst dich zu ihm, ist sie hier. Denn er gab auch sein Leben für dich dort am Kreuz und er trug auch die Sünden für dich. Und dann leuchtet noch heute für dich dieses Licht. Er macht frei und gerecht und er zeigt, wie man liebt und er nimmt jeden Kummer von dir. Er lässt dich nie allein, ganz egal, was passiert, auch mit dir. Jesus Christus ist der Weg. Die Wahrheit und das Lesen. Aus der Heiligen Schrift, das Evangelium nach Johannes 3,16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn er gab auch sein Leben für dich, Gott am Kreuz. Und er trug auch die Sünde für dich. Nimm ihn an. Dieses Licht. Ja, dieses Licht.